damit ein herzliches Willkommen hier zurück bei Let's Play Shadowman. Wir sind ja stehen geblieben bei diesem komischen Wasser mit diesem Ventilator, also mit diesem komischen Lüftungsteil. Und wir gehen jetzt zuerst zu diesem Lüftungsteil. So, schieben wir einmal dahin, zack. Weil wir können ja auch hochklettern, da fließt ja irgendwo Wasser. Deswegen schauen wir einfach mal. Hier, genau hier können wir hochklettern. Und gehen jetzt einfach mal da hoch. Diese grüne Spur, ne, die ist richtig cool. Ich hoffe, man hört mich auch sehr, sehr gut. So, jetzt schauen wir erst einmal, wo es hier lang geht. Okay. Ich hoffe, es sind keine Gegner hier. Hier ist auf jeden Fall Gegner. So, und da hinten ist auch eine Seele mit Gegnern. Sogar mehrere Seelen. So, jetzt werden wir einfach mal gucken, dass wir... Oh, dann wird ja richtig hier abgeballert. Heftig. Wir müssen. Gott. Wo kommen wir hier wieder raus? Hier kommen wir nicht raus. Können wir? Ja. So, dann schließen wir einfach mal die Seele auf und holen uns die direkt. Zack. Dass wir die schon mal haben. Schauen wir, dass wir irgendwann noch Leben kriegen. Sehr gut. So, da ist noch Leben, da wollen wir noch dieses Rasselteil und hier rüber kommen wir, glaube ich, nicht. So. Ups. Nein, hier rüber kommen wir, glaube ich, nicht. Da gibt es einen anderen Weg wahrscheinlich. Und zwar von irgendeiner Luke da oben. Und die Typen, die ballern uns auch richtig ab. Also wir haben nur die eine Seele bekommen. Wir gehen lieber mal weiter und gehen in den unteren Gang durch. Und schauen, was hier passiert. So. Aua. Das hat weh getan. So, jetzt gehen wir mal da runter. Schießen das auf. Zack. Vielleicht finden wir irgendwo noch Leben. Oh, wir sind ja auch so ziemlich schon voll eigentlich. Die Rassel hier nehmen wir noch mit und gehen jetzt erstmal darunter. Geht's denn hier lang? Ah, hier. Boah, der hätte mich auch fast getroffen. Wow. Aber der trifft mich, ja. So, wo geht's hier entlang? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir gehen erstmal hier entlang. So, wir gehen erstmal hier entlang, zack. Und holen uns hier die Rasseln. Sehr gut. Auf der anderen Seite war es bestimmt nicht anders da. Aber hier ist zum Beispiel ein Raum, wo Wasser ist. Ich hab's. Und ein bisschen Leben noch. Wir schauen aber jetzt mal auf diese Seite noch. Und hier ist ein Raum mit Seelen. Das war der andere Weg, genau. Okay, da sieht man halt, ist zum Beispiel Wasser. Oh, okay. Kann man hier irgendwie was machen? Nein. Sieht wohl nicht so aus. Man hat hier keine Öffnung, ist alles dunkel. Aber hier sieht man, dass da eine Seele drin ist. Und hier gibt es eine Tür. Und da werden auch zwei Typen bewacht. Wir gehen einfach mal da hoch. Oh, nein, da ist sogar ein Deckel zu. Können wir noch nichts machen. Ich habe aber irgendwo dann einen Schalter vergessen, oder? Ah nein, da. Ah. Hier müssen wir raus. Genau. Okay, der ballert uns direkt hier ab. Der hat aber keine Chance. Der hat keine Chance gegen uns. So, direkt ausgewichen. Und der ist auch tot. Sehr gut. Und das Leben, das nehmen wir uns einfach mal.
So, jetzt haben wir erstmal hier, zack. Öffnen wir das. Das müsste die Luke sein. Wahrscheinlich. Ja, das ist die Luke gewesen. Sehr gut. Aber wir gehen jetzt erstmal hier den Gang noch erkundigen. So. Schauen wir erst einmal. Wo geht's denn hier lang? Ach, das ist doch... Ist es nicht der eine Weg gewesen hier? Oder hier ist ein bisschen Gift. Oder zumindest so, da ist ein Hund. Der ist One-Shot. Nein, hier waren wir noch gar nicht. Hier ist auch noch sehr, sehr, sehr viele Gänge. Deswegen schauen wir jetzt erst einmal, was wir hier haben. Hier kann man nichts machen. Da ist noch ein Weg, wo es dann wieder eins höher geht. Gehen wir einfach mal hier schauen. Diese Geräusche, ne, die machen einen wahnsinnig. Das ist schon heftig. So. Zack. Dann einmal die um die Kurve hier. Oh, da hinten ist noch eine Kurve. Aber wo führt es überall hin? Ah. Schon kommen wir zu dieser Stelle hier. Und damit sind auch die zwei Typen down. So. Er ist auch down, sehr gut. Hier sind angeblich zwei Seelen, ne? Zack. Noch eine Seele, jawohl. Die Seelen können wir gut gebrauchen. So, da ist unten müsste Leben sein, ja. Das nehmen wir mit. Und da ist noch eine Seele. Den nehmen wir uns natürlich auch noch mit. So, damit haben wir schon ziemlich viele Seelen gesammelt. Und können auch wieder quasi hier raus. Aber da unten ist auch noch was. Vielleicht sind da auch noch ein bisschen Rassen. Da Leben, sehr gut. Leben nehme ich immer mit. Kann ich gut gebrauchen. So, jetzt gehen wir erstmal da raus. Zack. Und schauen uns jetzt erst einmal an, was da passiert. Ich weiß auch nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt einfach mal hier so einen schönen Cut machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn die Folge weniger Minuten haben sollte, dann tut es mir wahnsinnig leid, weil ich wusste jetzt echt nicht, wie lange ich aufnehme. Normalerweise sind es dann immer 15 Minuten. Okay, bis dahin, habt noch einen schönen Tag und ciao.